Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Webinar heute am 29. Juli. Heute erzähle ich euch von den neuesten Errungenschaften von SkyWorld Community. Sehr geehrte Investoren, um dem Grundsatz der Transparenz der Inhalt des Projektes gerecht zu werden, veröffentlicht das Unternehmen Unisky String Technology eine jahrliche Prüfung seiner Jahresabschlüsse. Kürzlich hat bei der OLCC die Jahresabschluss von Unisky String Technology gemäß der internationalen Financial Reporting Standards geprüft. Der Abschlussprüfer hat festgestellt, dass der Abschluss in allen wesentlichen Belangen in einem tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild in Finanzanlage des Unternehmens zum 31. Dezember 2021 sowie der finanziellen Leistungen Leistung der Cashflow für das am 31. Dezember 2021 endete die Übereinstimmung mit dem International Financial Reporting Standards vermittelt. Liebe Kollegen, laut einem neuen Artikel des Middle East Projects Office geht es in Afrika in jeder Hinsicht heiß her. Das Prüf- und Zertifizierungszentrum von String and Transportation wurde kürzlich von Charles Quartin Asafo und seiner Frau Evelyn Diagafour besucht. Dr. Asafo ist ein Direktor und Geschäftsführer von einer IASA Company Limited, einem ghanischen Unternehmen für die Vertriebs- und Infrastrukturleistung. Die Delegierten wurde über das zertifizierte Tropenmodul, das für die trockene Regionen mit den maximalen Betriebstemperatur bis zum 55 Grad ausgelegt ist, informiert und konnten eine Fahrt mit den Unternehmen vorbei, sie seinem hohen Komfort angenehm beeindruckt war. Im Kontrollraum wurde die Gäste mit der Software vertraut gemacht, dass sie eine einzige Person ermöglicht, eine große Anzahl von Maschinen an der Bespannungsanlage gleichzeitig zu bedienen. Außerdem informierten sie sich über die Wirtschaftsmöglichkeiten, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit, die elektrischen Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge in Stahlrädern. Die beeindruckten Besucher lobten die komfortable VIP-Interieur für die Flaggschiffs, ein Modell einer linearen Stadt mit den Schienenstängen hatte gleiche Wirkung auf die Menschen. Das Treffen endete mit einem positiven Fazit. Die Gäste bedankten sich für die Interesse in der Besichtigung, die äußerten ihre Hoffnung für die künftige Entwicklung der Stringverkehr im afrikanischen Kontinent. Das Projekt baut eine Quelle von der Inspiration. Das Projekt baut in Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen weiter aus, unterstützt aktiv die strebende jungen Talenten nach Wissen im Bereich der modernen Technologie. Wie wir bereits berichteten, Tausenden von Strahlspezialisten in der Erfahrungen mit den Studenten in der Universität von Karthago aus Tunesien und der Hochschule für die Bildende Kunst in der Design der Universität von Sharjah aus. Die haben teilgenommen. Einem kürzlich erschienenen Bericht der Abteilung Nahe Osten zufolge wurde der Tour dieses Mal für die junge Talente der Robuka Foundation organisiert, die die kostenlose Mitgliedschaft in Sharjah Open Innovation Lab in Sharjah Research Technology and Innovation Park erhielten. Mehr als 30 junge Nachwuchskräfte, die bereits hervorragende Leistungen in Wirtschaft und Technik erbracht und zahlreiche globale und regionale Preise in den Bereichen Robotik und Codierung gewonnen habe, besuchten die Forschung in Entwicklungszentrum, um mehr über die Stringtransport und die Infrastrukturtechnologie zu erfahren. Der Besuchten wurde das Büro des Unternehmens vorgestellt in ein umweltfreundliches, in ein nachhaltiges, grünes Eco-Haus, das für die Wohncluster im Rahmen der Linear City-Konzepts entworfen wurde, von einem jungen Forscher in dem Arbeitsmodell gezeigt wurde.
Liebe Kollegen, das Projekt liegt weiterhin großer Wert an die Interaktion mit den Bildungseinrichtungen, die immer mehr Dynamik gewinnt. Dieses Mal wurde dank des Charger Resort Technology Innovation Park eine spannende Exkursion für die Studenten in die Pandit Dial Energy University aus Indien unter der Leitung von Fabian Kodirge, die Associated Professor, die Department of Chemical Engineering, teilgenommen. Die Gäste erkundeten mit der Begeisterung die ultraschnelle Flaggschiff des Unternehmens und leuchteten den Projektvertreter mit den Fragen zum neuen Fahrzeug. Sie lernten viel über die Konstruktionsmerkmale der halbstarren Eisenbahnstruktur und schenkten dem Modell die Linear City besondere Aufmerksamkeit in einem Konzept, das den Bau einer umweltfreundlichen Siedlung mit dem ausgeweiteten öffentlichen Verkehr, grüner Energie und einer hochentwickelten Wirtschaft vorsieht. Das Projekt bedankte sich bei SRTIP für die Möglichkeit, die jungen Menschen das einzigartige Potenzial der Stringtransport durch Infrastrukturtechnologie zu zeigen. Liebe Investoren von RSV System, wir sind alle für ein innovatives Projekt und es wird euch nicht überraschen, dass dies und diesen Methoden möglich ist, die seine Schöpfer oft erfinden müssen. Das Unternehmen für die Stringtechnologie hat kürzlich eine alternative Methode zu der Seilverankerung getestet, als innovativ bezeichnet werden kann. Der Prüfungszyklus begann in der Produktionsseite. Die Idee stammt von der Generalkonstruktor des Projekts, die Ende der Stringtechnologie-Verankerungsleitung werden mit einer speziellen Vorrichtung eine Spannzange befestigt. Diese Vorrichtung hält eine Schiene der darauf befindlichen Transport. In der Regel wird die Spannzange für die Sicherung der tragenden Elemente von Brücken, Seilbahnen und anderen ähnlichen Konstruktionen verwendet. Die Abmessungen und die Spannzange erlauben jedoch nicht immer die notwendige Anbringung einer Verankerungseinheit. Das brachte uns auf eine Idee, die Verankerungsmethode zu entwickeln, bei der die Position der Seile, die Verankerungseinheit nach dem Wunsch gestaltet werden kann. Der Generalplaner des Unternehmens schlug vor, dies änderte Stahlseile, die Gleiskonstruktion mit einer speziellen Klemme zu sichern. Liebe Kollegen, wir alle wissen, dass die Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln unter der einen totalen Erschöpfung leiden, die als Reisemüdigkeit bezeichnet wird und sich in Form von Apathie, Energieverlust, chronische Müdigkeit und die schnellen Laune ohne Grund äußert. Wie wir wissen, kann man sich weniger als eine Stunde in der U-Bahn aufhalten, ohne dass die Gesundheit Schaden nimmt. Zu den negativen Auswirkungen auf die Gesundheit gehören der extreme Lärm, starke elektromagnetische Felder, Klaustrophobie und übermäßige Gedränge in einem geschlossenen unterirdischen Raum. In einer neuen Studie über die Lärmbelastung im Verkehrssystem von New York City haben die Forscher von Mailman School of Public Health in der Columbia University herausgefunden, dass das spiegelt im Untergrund die von der Weltgesundheitsorganisation und der US-Umweltschutzbehörde empfohlen Werte übersteigen kann. Das heißt, in einem neuen Papier eines Entwicklers von Verkehrsmitteln, laute Stunde kann bereits eine Lärmbelastung von 30 Minuten pro Tag, wie sie in öffentlichen Verkehrsmitteln von New York City gemessen wurde, zu der Hörverlust führen. Die eigene Thema der Luft enthält die viele potenzielle giftige Stoffe, die je nach Quelle und Ort variieren. Auch der private PKW ist ein Reisekomfort nicht förderlich, da der Verkehrsstrecken bleibt, was die Fahrer nervös macht und es chronischen Stress führt, einschließlich von der Notwendigkeit, die Verkehrssituation intensiv zu analysieren, um sicher zu fahren.
Reizmüdigkeit hat in der psychologischen Ursachen. Das Gleichgewichtssystem kann häufiges Bremsen und Beschleunigen, Vibrationen, Erschütterungen und Lärm nicht verkraften. Darüber hinaus hängt die Ermüdung der Fahrgäste nicht nur den Schwingungsformen des Körpers ab, sondern auch von der Dauer der Entwicklung solcher Beschleunigungen. Liebe Leute, der Entwickler der Stringtechnologie hat einen Artikel veröffentlicht, in dem den aktuellen Stand der Dinge die Ecotechnopark beschreibt. Genauer gesagt, die Gleichstruktur, die in dort vorkommenden Arten, die Stringschiene in den Schlüsselelemente, Stringtransport in Infrastrukturkomplexes. Dank seinen Bauweise ist das rollende Material nicht von Staus und Unfällen bedroht. Die in den Trassen nimmt keine großen Flächen in Anspruch. Es gibt verschiedene Arten von Eisenbahnbauwerken. Sie werden alle auf dem Gelände des Ecotechnoparks in Weißrussland präsentiert und haben jeweils ihre eigenen Merkmale, aber den wesentlichen Sturmbahn, ein leichtes, robustes und langlebiges Transportviadukt. Benötigt nehmen die Gleichstruktur Kommunikationsleistungen, Stromleistungen und Produktionsleistungen auf. Die Struktur basiert auf vorgespannten Seilen, die zwischen zwei massiv verankerten Stützen gespannt sind. Dazwischen werden Schienen vor den leichten Zwischenstützen getragen. Die verankerten Stütze können die Kombination mit einem Bahnhof und Einkaufszentren, Wohn- und Industriegebäuden gebaut werden. Die Stützen können auch die Windkraftanlage in Solarkraftwerke verwendet werden. Der Eco-Technopark verfügt über die 5 verschiedene Schienen, die Strangschienenträger flexibel, superleicht, starr, halbstarr und Spezialfracht. Sie sind sie konzipiert, dass sie Betrieb den Verkehrs unter den verschiedenen Bedingungen mit unterschiedlichen Spannweiten und Materialkapazitäten testen, je nach Zweck in Intensität, Art und durchfahrende Fahrzeuge. Die Transportgeschwindigkeit auf den Gleisen variiert zwischen 50 bis zum 150 km pro Stunde. Die wichtigsten Fahrzeugtypen sowohl für die Güter- auch für den Personenverkehr können auf der oben genannten Gleiskonstruktion verkehren und haben die Vorteile wie zum Beispiel die Langlebigkeit, Leistgänglichkeit und der Gleis ist geringe Materialkapazität, Möglichkeit des Vertriebs bei extremen Temperaturen und so weiter und so fort. Das große Interesse für die ruandischen Entwicklungsbehörde an innovativer Stringtransportinfrastrukturtechnologie ermöglichte dieses Projekt Vertreter einen Besuch der Hauptstadt, die Kigali, wo sie mit dem Minister für Infrastruktur, die Urbanisierung, Infrastruktur zuständigen, eine Stellvertreter, der Bürgermeister von Kigali und der Geschäftsführerin von Kigali, die haben die zusammentrafen. Die Mitglieder der Delegation stellten Optionen für die Personenverkehrsprojekte für einen vor und luden Ingenieure für die Fachleute aus Ruanda ein, Sharjah zu besuchen, um mehr über die Technologie zu erfahren. Im Mittelpunkt der Gespräche stand ein mögliches Stringtransportprojekt zwischen Kigali und dem Bau des befindlichen Flughafens. Auf dieser Strecke können die Fahrgäste ihr Ziel schnell, sicher und bequem erreichen. Es wurden auch einige Optionen für den Aufbau eines öffentlichen Verkehrsnetzes in Kigali geprüft. Ruanda ist sich der Tatsache bewusst, dass die Hauptvorteile für eine Schienentransporte seine finanzielle Effizienz, seine Umweltfreundlichkeit, seine Anwendbarkeit und die hügeligen Gelände und die Anpassungsfähigkeit, die lokalen sozialen Bedingungen sind. Dies ist ein Kennzeichen der Technologie bei der Planung eines öffentlichen Verkehrssystems. Liebe Freunde, wir haben mit den Informationen der Tochtergesellschaft in Entwicklung von der Stringtechnologie im Nahen Osten über Projekte in Ruanda versorgt und die heute werden diese Informationen durch einen Bericht in der Muttergesellschaft über die Möglichkeit ergänzt, die Stringtransport- und Infrastrukturkomplexe auch in Lesotho einzusetzen. Vorausgegangen war die Teilnahme des Unternehmens in internationale Forum
in Ruanda 2022 in Kigali. Auch Lesotho ist an der Stringtechnologie sehr interessiert, die Transportprobleme dort nicht weniger akut sind als in Ruanda. Das Land liegt auf einer Höhe von 1400 Meter über dem Meerspiegel. Es ist sehr teuer und schwer, hier die traditionelle Verkehrsverbindungen aufzubauen. Der Jet-Transport kann zu einer erschwinglichen und effizienten Alternative werden, da sein Potenzial die Regionen mit schwierigem Terrain an Kosten ist. Für das Schienenbauwerk ist der Bau von Dämmen, Brücken, Kreuzungen durchlassen und eine Bauwerke nicht erforderlich. Aufgrund der großen Spannweiten zwischen den Stützen, das bis zum 2000 Meter, kann die Tragseite über die verschiedenen Hindernisse hinweg verlegt werden. Bei einem Treffen mit dem Premierminister von Lesotho und wurde der Einsatz von den Stadtbahnen und Hauptstadt Maseru diskutiert. König Letsi III. Diesen afrikanischen Landes hatte übrigens zuvor die Demonstration im Testzentrum für den Stringtransport in Sharjah besucht. Er war sehr begeistert. Zeigt, laufen die Verhandlungen mit der Regierung von Lesotho über die Organisation gemeinsame Arbeit zur Durchführung, das Projekt in diesem Land fortzusetzen. Sehr geehrte Abonnenten von RSV-System, hier sind weitere wichtige Neuigkeiten an der Niederlassung von Sharjah. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Installation, die Gleisstruktur in der Bauphase, in den einen Stromschienengleis angelegt wird. Jedes Element Gerüst muss zu einem genau festgelegten Zeitpunkt und in einer strikten Reihenfolge montiert werden. Die halbstarre Schienenkonstruktion besteht aus den Vielzahl von Komponenten, von denen die bestimmte Funktion erfüllt. Das Verbundgehäuse bildet einen steifen, aber leicht Schutz für deine String gegen die Umwelteinflüsse und andere äußere Einflüsse. Die String selbst tragen die notwendige Last, während das Aluminiumprofil die Übertragung elektrischer Ströme über die lange Strecken mit dem minimalen Verlust ermöglicht. Ich habe für euch ein kleines Video vorbereitet. Schauen wir uns kurz diesen Video zu diesem Vorrang an. Na, bis gleich. Also, wir machen es weiter. Die englische Fachzeitschrift The Railway Technology hat in einem Artikel veröffentlicht, in effiziente Lösungen für den Stringtransport im Personenverkehr vorgestellt werden. Das Unternehmen, das die Technologie entwickelt, entwirft fertig und testet Transportinfrastrukturkomplexe in Gerüstbauweise. Die können eine Reihe von Berichten eingesetzt werden. Dazu gehören die städtliche und der überörtliche Personenverkehr, unbemannte Elektrofahrzeuge und Stahlräder, die sich mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 km pro Stunde über den Boden bewegen, sind in der Lage, Menschen effizient zu transportieren, bis zu 50.000 Personen pro Stunde.
Könnt ihr euch vorstellen, also 50.000 Personen. Die Eigenschaft der Strengtechnologie ermöglicht es, die Beförderung einer maximalen Anzahl von Fahrgästen zu minimieren, minimalen Kosten zu organisieren. Fahrzeuge können unterschiedliche Kapazitäten haben. Die Fahrzeuge können zu mehrteiligen Zügen kombiniert werden. Die Anzahl der elektrischen Schienenfahrzeuge in einem String hängt von der Dichte des Personenverkehrs ab. Mit der Hilfe von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen können die Ballungsräume vor den Vororten miteinander verbunden werden. Städte können auch mit dem Flug- und dem Seehafen sowie in großen Bahnhöfen verbunden sein. Liebe Kollegen, ich teile mit euch eine weitere gute Nachricht aus Sharjah über die Vorteile des Stringtransports gegenüber seinen Konkurrenten. Sein Umweltpotenzial ist weitaus größer als in den bestehenden Verkehrssystemen. Sie ist ein vielfaches umweltfreundlicher, komfortabler, wirtschaftlicher und sicherer als andere bekannten Verkehrsträger, da sie die folgenden Vorteile bietet: keine Emissionen von der Betriebsbaugasen und toxischen Stoffen, geringere Ressourcen an Energieverbrauch in allen Phasen ihres komplexen Lebenszyklus. Die Eisenbahnviadukt stört nicht die Relikte Bio-Geosone und die biologische Vielfalt in den angrenzenden Naturgebieten. Das Eisenbahnviadukt zerstört keine fruchtbaren Boden und keine Vegetation. Die Horsalbahn befindet sich die Bewegung von Grund, die oberflächliche Wasser, Menschen, Haustieren und Wildtieren. Das Konzept ist über den Boden schwebenden Schiene, lässt Staus, die Unfälle vergessen. Und das Entgleisungsstutzensystem erhöht die Sicherheit und die bisher nicht bekannte Weise durch die Umstellung auf die nachhaltigste Strangleiter des Verkehrssystems könnten auf 25 Millionen Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken jährlich die 30 Milliarden Tonnen Kraftstoff eingespart werden. Das ist aber ein sehr, sehr, sehr richtiges Zeichen. Die Nachricht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mitteilen können: wir freuen uns, wir haben eine Neuentwicklung dort, eine United Vehicle Robotics, das ist ein Entwickler von der Stringtechnologie, führte seine vollständig autonomen Hubschrauber Fahrdrohnen auf Himmel, das in Sharjah. Die Vorteile von dieser Drohne für den Bau, die späte Betrieb von Hochgeschwindigkeitsstrecken in schwer zugänglichen Gebieten zu evaluieren. Diese Drohnen mit hohem Auftrieb können die größere Nutzlasten tragen, von denen länger in der Luft bleiben als die Drohnen mit den kleineren Nutzlasten in kürzlichen Flugzeiten. Beeindruckend ist, dass die können bis zu 2000 Kilo gelten und der zivilen Drohne als extrem hoch. Die Anwendungsmöglichkeiten für UVA-Drohnen in der Stringtransport umfassen der Lieferung die Baumaterialien beim Bau und Trassen unzugänglichen Gebiete, so die Berge, Wälder, Feuchtgebiete, die Wasserhindernisse und so weiter, die optische Beobachtung, die Überwachung des technischen Zustands, die Gleisanlage, Notfallsituationen, die Erkennung, die Beseitigung von den Mängeln, die Fehlungsfunktionen von Elementen und die Gleisanlage. Bitte schaut euch ein kurzes Video über die Entwicklung dieser Technologie an. Bis gleich.
Es tut mir leid, das war ein technisches Problem. Also das Öko-Wohnungsbauprojekt mit einem System für erneuerbare Energien ist für einen neuen Typ von der Wohncluster konzipiert, der durch die schnelle Verkehrsnetze im Rahmen des Konzepts einen grünen Staat mit der grünen Energie, mit einer hochentwickelten Wirtschaft verbunden ist. Es wird derzeit mit dem Test- und Zertifizierungszentrum des Projekts in Sharjah als Arbeitsmodell für die 5 einsatzfähigen Gleisen eingeführt und demonstriert. Das Ökohaus ist so konzipiert, dass es keine Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit schützt. Es ist ein idealer Ort für die Schaffung eines menschlichen, freundlichen Mikroklimas, optimale Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Temperatur und so weiter. Das Haus ist ein unabhängiges Ökosystem, das seine Bewohner nicht nur mit Strom und der Heizung versorgt, sondern auch mit selbst angebotenen Bio-Lebensmitteln. Ja, Bio-Lebensmittel. Auf dem Dach des Hauses befindet sich ein Hightech-Gewächshaus, in dem die ganze Jahr über Obst und Gemüse angebaut werden kann, wobei die spezielle fruchtbare Boden verwendet ist, die Humus heißt, die solche Gewächshäuser werden die Landwirtschaft radikal verändern und sind ein wichtiger Schritt zur Lösung des Problems des Energieknappheit. In der Praxis wurde das Ökohausprojekt bereits in Form eines Stringhauses in Sharjah realisiert. Die Stringtechnologie sparte die Vereinigten Arabischen Emiraten, ansagenden Entwicklers, präsentierte eine Personenbeförderungssystem, die sich leicht in die städtische Umwelt integriert lässt und die eine Reihe wichtiger Vorteile aufweist: erhöhte Sicherheit durch Hochgeschwindigkeitsverkehr, dieses rollende Material hoch über den Boden bewegt wird, geringeren Platzbedarf und oberirdischen Bahnübergänge, die leicht jede logistische Aufgabe angepasst werden können, geringeren Bau- und Betriebskosten im Vergleich zu anderen Arten von oberirdischen Bahnübergängen und U-Bahnen. Die erste städtliche Strecke wurde bereits in Sharjah in Betrieb genommen. Es ist vollständig zertifiziert und umfasst die folgenden Elemente, so als Wartungsstation für die Schienenfahrzeuge, besteht aus dem Kontrollraum, Schaltstrang, Serverraum, Werkstatt und so weiter. Die zwei Zwischenstücke, zwei Ankerstücke, die kombiniert mit dem Bahnhof. Ich natürlich kann viel erzählen, aber besser können wir ein Video anschauen, wie diese Technologie wird entwickelt, in der forstlich diese Technologie in der modernen Welt kann implementiert werden.
Also, wir machen es weiter. Liebe Kollegen, die Expo 2020 war sicherlich die Höhepunkt der Vorstellung des Schlingtransportes in der Weltöffentlichkeit, aber die Arbeit in diesem Bereich hört damit nicht auf. Beide Entwickler nahmen die Road Traffic Expo Middle East in Abu Dhabi National Exhibition Center im Nahen Osten teil. Der Stand des Projekts soll die Aufmerksamkeit der zahlreicher Besucher auf sich, die in aktuellen Trends in der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur voll gerecht wird. Es wurde daher vor der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai und eigenen einflussreichen potenziellen regionalen Kunden von innovativen Verkehrsinfrastrukturlösungen besucht. Vertreter der Verkehrsministerien und Organisationen aus Königreich Saudi-Arabien, Königreich Bahrain, Kuwait, Arabische Republik, Ägypten, ebenfalls die Strecktechnologie, sehr interessiert waren. Es besteht kein Zweifel, dass die Teilnahme aus Road and Traffic Expo Middle East das Vermarktungspotenzial aus Strecktechnologie als wirklich innovative, kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung für Transportinfrastruktur erhöht. Liebe Freunde, wir freuen uns, euch die Berichte über den Nahostabteilung des Stringtransport Developers über den Besuch einer Delegation der Frauscher Sensor Technology, einem führenden Unternehmen des Bahnindustrie mit Projekten in mehr als 140 Länder auf alle Kontinenten im Prüf- und Zertifizierungszentrum in Sharjah vorlegen zu können. Die Delegation bestand aus den Spitzenmanager aus der ganzen Welt. Die Besucher sahen in Linienmodell der Stand in Präsentation der Stringtechnologie, die Heuleistung, die Überleitung, die demonstrierte und erstes Stück die Stringinfrastruktur, die Eigenschaft, die einen flexibel String in einem starren Trägen kombiniert ist. Auf dem professionellen sozialen Netzwerk des Entwicklers der Stringtechnologie ist ein Video erschienen, das sich unsere Gondole in Aktion zeigt. Ein solcher Transport- und Infrastrukturkomplex eignet sich mit den besten für die schwer zugängliche und abgelegene Gebiete, zum Beispiel wie die Wüste oder Berge. Die Stringtechnologie kann rauen Wettbewerb standhalten. Seine Lebensdauer kann bis zum 100 Jahre betragen. Ein weiterer Vorteil ist die volle Bahnkontrolle und der unterbrechungsfreie Betrieb rund um die Uhr. Nochmals zu den Vorteilen unserer Stringtechnologie. Railway Technology ist ein britisches Medienunternehmen hat kürzlich einen Artikel über den Stringtransport veröffentlicht, in dem die Vorteile seiner Gütertransportlösungen beschrieben werden. Darum ist der Stringgüterverkehr ein vielversprechender Trend in der Branche. Stringtransportverkehr oder Infrastruktursysteme bieten eine Reihe von Vorteilen. Ein Gestell für die materialintensiv, den Landleben erfordert keine regelmäßige Wartung. Die Lebensdauer, wie ich gesagt habe, beträgt bis zum 100 Jahre. Die Widerstandsfähigkeiten, die Stromschiene gegenüber den rauen Witterungsbedingungen ermöglichen einen effizienten Transport verschiedener Arten von Gütern und Regionen mit schwierigen klimatischen und gelandtechnischen Bedingungen. Das amerikanische Unternehmen Quadratics hat auf seiner Website bekannt gegeben, dass in einer exklusiven Distributionskommen in der Unternehmen geschlossen hat, in einer Stringtransport im Nahen Osten entwickelt. Einzelne Vereinbarungen sind nicht bekannt. Auf der Website der Quadratics ist jedoch zu lesen, dass die Unternehmen nun eine Rechte für den Vertrieb und den Stringtransport in Saudi-Arabien besitzt. Die Zusammenarbeit mit der Quadratics könnte die Fähigkeit des Projekts verbessern, die Technologie auf den Markt zu bringen, auf die Zahl vielversprechender Zielprojekte zu erhöhen. Quadratics Development ist ein amerikanisches Unternehmen, das Bau- und Transportleistungen unter Verwendung von der Leichtbeton in den Leichtstahl anbietet. Heute befinden sich die meisten Projekte von Quadratics in Saudi-Arabien. Liebe Leute, ich hätte gern ein paar Worte über unsere Technologie erzählen. Also, wie funktioniert
die Stringtransport unseres Unternehmens. Sehen wir unsere einige Beispiele an. Die Fahrzeuge bestehen aus einem sehr leichten Polycarbonat und sind in einem Elektromotor ausgestattet, die ebenfalls ultra leicht ist. Es nutzt Sonnenkollektoren und Windenergie sowie normalen Strom zum Betrieb. Die Windmühlen in Sonnenkollektoren werden in Energieerzeugung eingesetzt. Hocheffiziente Elektromotoren verbrauchen ein Minimum an Energie, was zu erheblichen Einsparungen führt. Die einzigartigen Vorteile des von Unitsky String Technology entwickelten Transportsystems ermöglichen der intelligenten Nutzung die vorschriftlichen Errungenschaften auf den Gebieten des elektrischen, schnellen und gleichzeitig die umweltfreundliche Transport. Die Innovation der Skyworld Technology liegt in Konstruktionsmerkmalen, in der Gleisstrukturen, auf dem künstlichen intelligenzbasierten automatischen Steuerungssystem. Die Stärkung der Position unserer Gemeinschaft im Nahosten ist ein Haupttrend diesem Jahr. Die Technologie wurde offiziell als Potenzial für die Umsetzung der Infrastrukturentwicklungsplan von Dubai vorgestellt. Zu den Projekten gehören die Nahverkehrssysteme in einer Gesamtlänge von 15 Kilometer mit 21 Stationen. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Wir führten eine regelmäßige Test unseren Transportsystemen nicht nur im Ecotechnopark, aber in Weißrussland auch. Um zu unserem Webinar, heutigen Webinar abzuschließen, möchte ich eine Zusammenfassung geben. Wie immer, im Laufe des Jahres haben wir das Skyworld-Projekt weiterhin gemeinsam unterstützt. Unsere Unterstützung hat es dazu beigetragen, das Projekt wichtige Meilensteine einer Weg erreicht hat. In Sharjah haben wir einen neuen Fachtransport zum ersten Mal getestet. Die Schlagzeile, die über Stringtransport erschienen in CNN, The National, in anderen Magazinen. Im vergangenen Herbst fand in Dubai schließlich ein bahnbrechendes Ereignis statt, die internationale Expo. Und natürlich, der wichtigste, die dank unserer gemeinsamen Bemühungen, ist das Skyworld-Projekt in den vergangenen Jahren eine neue Entwicklungsphase eingetreten. Wir sind an alle kommerziellen Verwirklichungen des Stringtransports in einem Schritt näher gekommen. Wir machen das weiter. In diesem Herbst trafen unsere aktive Partner persönlich in Vereinigten Arabischen Emirate, um dieses Projekt weiter zu bewerten. Ich danke euch alle, für die das Skyworld-Projekt gefördert haben, noch immer weiter fördern. Ich weiß es, es ist nicht einfach, aber wir machen es weiter. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass im nächsten Webinar weitere interessante Neuigkeiten mit euch teilen werde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, recht herzlichen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.